hat eine Menge Arbeit vor sich. Kann Prinz William König Charles das Wasser erreichen? König Charles war 63 Jahre lang der Prinz von Wales. Jetzt ist es an Prinz William und Prinzessin Kate zu zeigen, dass sie den Titel verdienen. Offenbar ist noch Luft nach oben. London, König Charles III., 75, trug den Titel Prinz of Wales über 63 Jahre. Am 1. Juli 1969 wurde Charles mit 21 Jahren eingesetzt. Damit hält er den Rekord der längsten Amtsdauer in der britischen Geschichte. Als Charles die Krone übernahm, verlieh er seinem Thronfolger Prinz William, 42, den Titel, der eigentlich ein Fürstentitel ist, obwohl er im Deutschen mit Prinz von Wales übersetzt wird. Prinz William und Prinzessin Kate müssen sich die Unterstützung der Waliser erst erarbeiten. Der heutige König hat seine Pflichten sehr ernst genommen. Niemand weiß das besser als ein Mitglied des walisischen Parlaments. Die Senedd Cymru, kurz Senedd, wie es kurz genannt wird. Prinz William und Prinzessin Kate, 42, haben eine Menge Arbeit vor sich. Wenn sie die Messlatte halten wollen, die Charles offenbar hoch angesetzt hat, sagt James Evans in der Podcast-Folge Royal Record. Er, König Charles, Anmerkung der Redaktion, lernte die walisische Sprache und hatte ein Zuhause, wie in Iwermod, Anmerkung der Redaktion, in Wales. Er tat viel für walisische Allgemeinheit, außerdem lag ihm die Landwirtschaft sehr am Herzen und er half denen, denen es weniger gut ging. Zählt Evans auf. Es sei sehr, sehr wichtig, dass diese Haltung weitergeführt würden. Es gebe Menschen mit einer bestimmten politischen Überzeugung in Wales, die den Prinzen und die Prinzessin von Wales nicht einmal sehen wollten, berichtet gbnews.com. Prinz of Wales, das steckt hinter dem Titel. Das Fürstentum Wales wird dem britischen Thronfolger seit dem 14. Jahrhundert verliehen. In Deutschland wird der Titel Prinz of Wales als Prinz von Wales übersetzt. Die korrekte Übersetzung müsste allerdings lauten, Fürst von Wales. Im Englischen steht Prinz sowohl für Prinz als auch für Fürst. Im Falle des Prinz of Wales ist ein Fürst gemeint, Wales hatte früher einen eigenen König. König Charles wurde als Neunjähriger zum Prinz of Wales am 26. Juli 1958 ernannt und am 1. Juli 1969 in Caernarfon Castle in Wales eingesetzt. Er war der erste walisisch sprechende Prinz of Wales. Offenbar würden diese Leute den Titel lieber abschaffen. Sie, Kate und William, Anmerkung der Redaktion, haben noch eine Menge Arbeit vor sich, um tatsächlich die Unterstützung zurückzugewinnen, die der König in Wales hatte. Mit Leben füllen müssen Prinz William und Prinzessin Kate das Amt aus eigener Kraft. Den Titel Prinz von Wales fällt in aller Regel der Nummer 1 der Thronfolge zu. Allerdings ist der Titel kein Erbtitel, sondern wird vom amtierenden Oberhaupt verliehen. Doch mit Leben füllen müssen William und Kate das Amt aus eigener Kraft. Eine Stellenausschreibung des Thronfolgerpaares zeigte kürzlich, dass Kate und William die Zeichen der Zeit verstanden haben. Sie suchten jemanden, der sich explizit mit den walisischen Angelegenheiten beschäftigt, der wie Charles die Sprache spricht und sich mit Politik, Land und Leuten auskennt. Sehr zur Freude der Waliser. Ich denke, die walisische Öffentlichkeit würde gerne mehr von ihnen, William und Kate, Anmerkung der Redaktion, sehen, schätzt Evans. Verwendete Quellen, gbnews.com, people.com.